Ture konzentriert sich vor allem auf den Westen und Roald auf den Osten. Und du kannst es knacken hören. Auf der anderen Flussseite. Und wenn du genauer hinhörst, das ist nicht nur das Knacken von Stöckern, sondern auch das Knacken von Knochen. Drüben. Ja, ich habe auch was gehört. Also ich halte noch mal inne und versuche dem dann nachzugehen. Währenddessen könnt ihr einen spitzen Schrei von Edith hören, die aus dem Schlaf hochschreckt. Ich fahr zusammen, als dieser Schrei kommt und schaue Edith entsetzt an. Die schaut genauso entsetzt zurück, nass geschwitzt, völlig zerzaust und offensichtlich mit den Gedanken völlig woanders. Ich gestikuliere panisch in die Richtung zum Fluss. Gut, ich eile zu Edith rüber und ich denke gar nicht großartig nach und spreche eine Ermutigung auf Edith. Beziehungsweise ich konzentriere mich darauf, den Mut des Wals in mir, den Mut, den uns Torvalder inne liegt, zu fokussieren, sie genau anzugucken mit meinen Augen und zu sagen, ihr seid noch hier, ihr seid nicht mehr, wo auch immer ihr gerade wart. Und versuche sie sozusagen heranzuholen und ihr sozusagen mit meinen die Kraftwaffen hier sozusagen zu geben. Währenddessen sind alle wieder wach durch den Schrei und ihr könnt jetzt auch hören, wie langsam irgendjemand oder irgendetwas durch den Fluss schreitet. Das dauert lange. Warum seid ihr denn so laut? Ja, kurz nach dem Schrei geht der Griff direkt zum Schwertgriff. Schaut dann links und rechts, um sich die Situation anzuschauen. Was ist? Warum schreit ihr? Gefahr zu knacken. Soll ich meine Fackel anzünden? Nein, Ruhe. Schlecht geschlafen. Berichte, was habt ihr gehört? Wer hat geschrien? Warum? Kam das von uns? Ich habe geschrien. Wartet mal, da drüben ist was im Wasser, glaube ich. Ja, wir haben etwas gehört. Also Wache, also Obacht. Ja, ich spüre es. Gefahr. Auf, nimm mein Schwert in beide Hände. Rogel greift seine Mistgabel mit beiden Händen. Ich bin mir sicher, Aedes lässt irgendwann des armen Tures Arm wieder los, in den man sich reingekrallt hat, während der Mut zu sprechen wollte. Ja, also wie gesagt, Kommt ich spreche eine Ermutigungsliturgie auf dich. Das Knacken immer näher? Das Knacken kommt immer näher, ja. Und du kannst jetzt auch wohl mittlerweile Schlurfen hören von nassen Stiefeln. Irgendwas hat sich wohl durch den Fluss hindurch bewegt und das wird mehr. Ich streife mir mein Kettenhemd über, das ich zum Schlafen ausgezogen habe. Ich nehme mir mal meine Ausrüstung und würde versuchen, den Baum hochzuklettern, um da rüber zu schauen über die Mauer in die genaue Richtung. Packt eure Sachen schnell zusammen. Kann sein, dass wir aufbrechen müssen. Danke, Euer Gnaden. Es geht mir schon beinahe besser. Ich nicke noch einmal kurz zu, schaue dann nochmal, wie gesagt, in die Runde und eile zu meinen Sachen dann rüber, weil ja gerade die Anweisung kam. Ich frag mal, Mara, was sie denn so riecht. Sie knurrt leise und währenddessen ist Roald oben auf dem Baum angekommen. Kannst du über die Bruchsteine hinüberspähen und siehst, wie jetzt 9 Untote sich durch den Fluss hindurch gekämpft haben und auf der anderen Seite ja spüren. Was Ich wollt ihr tun? versuche wieder runter zu klettern. Wir sollten verschwinden. Sind 9. Ja, ich nick dir nur einmal zu und gehe in die genaue entgegengesetzte Richtung, also wo du gerade nicht warst, um da aus dem Turm zu schauen, ob da irgendwas ist. Nur der Gesang von den Geistern und den Untoten aus dem Moor. Ich Bevor wir versuche mal jetzt meine. drum sind.
Paddel wieder zu finden währenddessen. Entschuldigung. Bevor wir jetzt unseren Rückzugsort verlassen, den ich so törichterweise verraten habe, können wir uns alle halbwegs leise bewegen, sonst haben wir nämlich gleich eine ganze Menge Untoten hinter uns, während wir keine Mauern haben. Wir können uns auch dazu entschließen, das jetzt so verteidigen. Nur müssen wir uns schnell entscheiden. Ich bin für gehen. Ich kann mich verstecken. Das wird nicht helfen, mein Lieber. Ich bin für verteidigen. Verteidigen? Ich möchte gehen, aber es wäre sinnig, hier zu verteidigen. Das ist die beste Position im Wald. Dann würde ich empfehlen, dass wir jetzt in die kleine Lücke gen Firun schließen und alles, was sich verteidigen kann, sich in die große Lücke gesellt, nicht wahr? Gut. Lehne ich mich mit der Schulter an Wand in der großen Lücke und umfasse mein Schwert mit beiden Händen. Die Untoten wanken weiter. Ob sie was gehört haben, ob sie überhaupt Ohren haben, wenn ihr euch das einmal anseht. Einige von ihnen haben keine Augen, keine Nasen, keine Münder. Müssen sie etwas essen, aber sie greifen dann doch an. Und dann könnt ihr erkennen, wie sie wohl euch doch gespürt haben. Die Präsenzen von euch, die Auren. Und sie nach einem bestimmten Punkt gezielt auf euch zukommen und dann vor einer Steinwand stehen. Sie suchen nach einem Weg. Ihre Arme breiten sich aus. Sie versuchen, sich so ein bisschen nach oben zu ziehen. Es kann nicht lange dauern, bis sie irgendwann über euch den Weg, den normalen Pfad nach oben gefunden haben. Aber sie haben euch alle gewittert und gespürt. Sie wissen, dass hier etwas lebt. Noch. Meister? Steck mal mein Schwert kurz wieder weg. Wenn die da jetzt versuchen hochzukommen, nehme ich einen meiner Wurfspeere in die Hand. Sollte es irgendwer schaffen, dann werfe ich den direkt da wieder runter. Edith hat eine Frage. Ja, in der Tat. Können wir von oben auf sie runterschauen? Ist die erste Frage. Noch ja, klar. Gut. Entfernung? Die Entfernung sind für dich 7 Meter. Danke. Das ist die Entfernung, die ihr braucht für den Lebenssinn, beziehungsweise die Untoten. Das ist in Ordnung. Das ist viel weniger, als ich brauche. Oh je. Feuerball. Nein. Gut, dann gehen wir mal in die Initiative. Ich bin doch kein Petaner. Sollen wir würfeln oder sind wir orientiert? Nee, ihr seid nicht orientiert. Okay. Ihr würfelt genauso wie die Untoten. Maximale Initiative. War ein guter Versuch, aber es ist dunkel. Ha, maximale Initiative. Die Untoten starten mit einer sagenhaften 12. Dann kopiere ich ja mal eure Token und könnt euch jeder selber auf die Initiative. Ich kann das auch. Auf der Initiative anordnen. Sehr gut. Gut, wir starten die Initiative von unten nach oben. Das bedeutet, ich fange bei der kleinsten Initiative an. Alle anderen können vorziehen, wenn sie das möchten. Und die Aktionen der anderen vereiteln. Wir fangen an mit der 11. Haldan Rogel, was möchtest du tun? Ich 3, 2. Werde mein Amulett greifen und nochmal kurz Stoß beten. Ausgezeichnet. 0. Die Untoten. Und zwar die ersten 1, 2, 3, 4 werden sich nach hier oben bewegen. Sie gehen, sie schlurfen mit einer Geschwindigkeit von 8. Der anderen rücken nach und suchen nach weiteren Faden. Die Untoten sind fertig. Dann ist Edith die Magierin. Die Herrschaften hier vorne kann man noch sehen vor unserer großen Lücke, nicht wahr? Wenn du dich rauslehnst, ja doch. Die Köpfe kannst du sehen. Gut, dann eine freie Aktion, 1 bis 2 Schritte, je nach Aktion, die ich brauche, nach vorne. Mhm. Und dann wird Edith leise zu singen beginnen. Es klingt tatsächlich wie ein Kinderreim, nur dass der Kinderreim irgendwann anfängt, über Feuersbrünste zu sprechen. Klingt so ein bisschen, als hätte man Geschehnisse in Isilia umgedichtet, aber es scheint ein Zauberspruch zu sein, da sie zumindest entsprechend gestikuliert. Das heißt, die ersten beiden Aktionen des Ignifaxius auf 2 Ziele. Ignifaxius, 2 Ziele. Du brauchst wie viel? 3 Aktionen? Ich brauche 4 Aktionen. 4 Aktionen. Ich habe keine Lust, ihn zu verkürzen. Ronga! Langsam. Ja, ich mache 2 Aktionen Schritt, um rauszugehen. Mhm. Hierhin.
Und meinen Wurfspeer, den ich bereits in der Hand habe, kann ich dann in der Kampfrunde werfen. Und zwar zähle ich auf den, der ein bisschen abseits ist hier. Sechs der Schritt? Ist 6 Schritte Entfernung von mir. Das ist Bernard. Wirf einfach mal, dann können wir mal auf der Karte gucken, was es da so für Modifikatoren gibt. Jo. Können wir dann immer noch drauf werfen. Frosty, soll ich mich auf meine Ini ziehen? Ja, bitte. Auf welcher Ini bist du? 13? Okay, dann ziehe ich dich gleich nochmal nach. So, hast du schon geworfen? Nein. Da kommt der Wurf. Eins. Hab ich. Da ja, müssen wir... Ja, es ist kein Crit. Kein nee, Crit, aber es gelungen. Wir müssen nicht nach Modifikatoren schauen. Dann kannst du Schaden machen. Wurfspeer ist automatisch zum Niederwerfen, ne? Glaube ich. Genau. Ja. Dann hat er eine Körperkraftprobe, um da irgendwie gegen zu würfeln. Genau, eine ganz normale Körperkraftprobe, um dagegen zu halten. So, da kommen noch 4 Schaden drauf, wegen TPKK und drei wegen der Entfernung. Das heißt, 13 Schaden macht das dann. Ja, 13 Schaden. Untote kriegen keine Wunden, aber sie nehmen natürlich Schaden. Sie haben keine bis wenig Rüstung, sondern irgendwie so gerbige Haut. Irgendwie eine vermoderte Lederrüstung mit einem Rüstungsschutz von 1. Wie viel hast du gesagt? 13? 13, genau. Und er fällt auf den Boden. Das können wir auch als Zustand eintragen. Size. Verschiedenes. Und er ist liegend. Dann ziehen wir nochmal Roald nach vorne. Der Jäger. 13. Ich würde meine Aktion nutzen, um meine Speere in die Hand zu nehmen. Mhm. Was noch? Aktion, Position oder so? Ja, ich würde mal hier an die Öffnung gehen und da rausschauen, ob da irgendwas zu sehen ist. Wer von euch hat da Gefahreninstinkt? War das Roald? Ich. Ronga, ich. Okay. Ja, du hattest es ja sowieso nicht geschafft. Ja. Ronga, du bist dran. Armatrutz. Wie viele Aktionen? 3 Aktionen und ein 3er Armatrutz. Dann Ture. Ture zieht Schild und Beil. Schild und Beil? War okay. Noch irgendwas? Nein, das Gut. ist das, was ich in dieser Runde mache. Nächste Kampfrunde. 11. Haldan. Ich orientiere mich. Gut, dann steigst du auf maximale Initiative. Das dauert 2 Aktionen oder eine? Hast keine Aufmerksamkeit, ne? Natürlich nicht. Die Untoten sind dran. Die Untoten bewegen sich weiter und zwar hier einmal im Kreis und zwar wieder mit 8 Schritt. Sie haben euch gewittert, sie haben auch verstanden mittlerweile, wie das funktioniert und die ersten beiden folgen wohl auch nach, sodass die anderen beiden, die unsere Magierin anvisiert hatte, immer noch dort stehen und sie anknurren und geifern. Sie wollen fressen, Roald. Ja, ich würde mich auch orientieren. Und dann steigt deine Initiative. Hast du Aufmerksamkeit? Nein. Gut, dann dauert das 2 Aktionen, volle Initiative, also wir machen das als eine, 6 gewürfelt. Haldan ist fertig, Edis. Oh, das ist ein Erschwernis von, lass mich lügen, 5? Gucken wir mal. Das ist gelungen, wie viele Würfel? 5. 5 Würfel. Die verteilst du dann gleichmäßig auf beide Ziele, ne? Ich denke mal. Gleichmäßig klingt bei 2 Zielen immer gut. 20, da kommt nichts mehr dazu, ne? Einfach nur 20 sind 10 für beide. Ist auch für beide, Wunden kann sie nicht kriegen, zumindest regeltechnisch nicht, aber sie fangen an zu brennen. Das ist erfreulich, wir haben Licht. Also Zombies kriegen keine Wunden. Wenn das hier Erhobene sind, dann könnten die auch Wunden kriegen, also lebende Leichnam. Ja. Geben ihm gerade mal einen Counter-Red. Ich sag einfach mal eine 1 für brennen die erste Runde. Weißt du was, ich gebe ihm noch die Wunde. Und wir machen weiter mit Haldan hat er sich orientiert. Dann ist Roald. Ronga. Genau, ich nehme eine Aktion, um meinem weiten Wurfspeer von Rücken zu nehmen. Und brauche dann eine Aktion, um meine Wurfwaffe bereit zu machen. Wenn ich das in einem Schnellschuss mache, kann ich dann diese Kampfrunde wieder werfen.
Und zwar nehme ich eine freie Aktion Schritt, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Dann ist der vordere Untote wieder im 6-Schritt-Bereich und so kann ich ihn wieder auf nah anwerfen. Ja. So, das ist 6. Das wird mit maximal, also Modifikationen sind 16 wegen der Tischlane-Spezialisierung. Ja. Das wird auf jeden Fall getroffen sein. Ich denke auch, da müssen wir nicht rechnen. Dann darfst du Schaden machen. Ich würfe gerade nochmal eine Körperkraftprobe für den Untoten. Ist sie erschwert, ja, ne? Um den Schaden? Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht, dann bleibt er stehen. Torkelt 1-2 Schritt zurück nach hinten durch die Wucht des Speers. Wird dann wohl sicherlich auch fast diese Steinabhang, diesen kleinen, wieder runtertaumeln, torkeln. Kann sich dann aber halten. Sind 12 Schaden. 12 Schaden minus Rüstungsschutz von 1 sind 11, sind notiert. Und nach Ronga, Roald hatte sich schon orientiert. Also, Armatrotz geht durch. Einmal Würfel. Habe ich. Hast du? Ist geschafft. Ist geschafft. Dann hast du jetzt 3 Rüstungen. 6. Streichst über Arme und Beine. Und deine Haut verhärtet sich. Wird ein bisschen schwarz. Ture. Ich habe noch eine Aktion. Ich bewege mich hierhin. Okay. Gut. Ture sieht, dass die Untoten dort kommen. Und damit bewege ich mich etwas rückwärts in den Turmraum rein. Mhm. Ronga. Ach nee, never mind. Ah, du würfel nochmal Gefahreninstinkt. Natürlich. Und dann wäre die Kampfrunde durch. Nächste Kampfrunde, die 12, die Untoten kommen. Und zwar fange ich mit den anderen beiden hier an. Die werden auch wieder nach oben laufen, jetzt wo sie angefangen haben zu brennen. Warninstinkt gelungen. Du springst intuitiv über eine besondere Stelle, einen besonderen Stein. Du weißt selber nicht genau warum, vielleicht weil es dunkel war und es sah aus, als ob da irgendwas läge. Merkwürdiges Gefühl, als du drüber gesprungen bist. Und dann kannst du das Untoten-Gekröse hören, wie sie jetzt gerade zu einem, ja, Sturmangriff ist noch nicht, aber sie werden sich dann auf alle Fälle in den Nahkampf begeben. Nächste Kampfrunde sind sie dann dran, nachdem sie sich bewegt haben. Haldan. Ja, hier die Lücke schließen. Todesmutig, wie ich bin. Natürlich. Ja. Du willst hier nicht einbrechen. Noch eine Aktion? Nee. Verfallen lassen. Alles klar. Edith. Ach, das sind eine ganze Menge Untote. Lass mich lügen. Edith wird schauen, ob sie den Armatrotz auslöst. Ich werfe jetzt 3W20 und gucke kurz durch. Und für die zweite Aktion freihalten für Paraden. Sie bleibt da vorne stehen, weil wir können Ronga schlecht alleine stehen lassen. Das funktioniert nur einmal. Wirbelst deinen Stab einmal in der Luft herum, tockst auf den Boden und was passiert? Ronga! Ich nehme 2 freie Aktionen Schritt, um hinten wieder an die Mauer zu kommen. Ja. Hier. Da habe ich meinen Anatalpender abgelegt und den würde ich wieder in die Hand nehmen wollen. Hast du schnell ziehen? Nein, habe ich nicht. Dann dauert das 2 Aktionen. Ja, ist okay. Gut, dann Roald. Aktion, Position hier vor. Ja. Eine Aktion wäre das. Ja, und dann würde ich eben einen Wurfspeer nehmen und werfen. Ja. Hattest du schon in der Hand, ne? Dann darfst du würfeln. Mehrere. 10, auch da können wir sämtliche Modifikatoren drauf anrechnen. Ich glaube, das wird gelingen, trotz Nebel, trotz Dunkelheit. Dann darfst du Schaden machen. Ich würfel mal eine Körperkraftprobe. Das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Das ist ausgesprochen bedauerlich. Wie viel Schaden sind das? 1W6 plus? Plus 3. Plus 3 nur? Sind 8, sind 7 SP. Mit was geilst du an? Wurfspeer. Achso. Ado Wehrheimer. Ja, ich gehe hierhin. Ah. Und dann entscheide ich mich um und gehe wieder ein Stückchen zurück. Okay. Das war's. Pure. Gut. Ture geht zwischen unserem Meister Bauer und die Werte Maga. Stellt sich so ein bisschen, schiebt sich so ein bisschen davor mit seinem Schild.
Und als nächstes rufe ich Ronga zu, beziehungsweise rufe allen hinzu, so von wegen, dass sie die Reihen schließen sollen, dass wir gemeinsam angreifen sollen. Ich setze damit die Fähigkeit gemeinschaftlicher Angriff ein. Dazu muss ich jetzt eine bekehren Überzeugenprobe würfeln. Dann kannst du das gleich nochmal in-game tun. Ja, habe ich nicht vor. Ich will nur kurz gucken, wie gut ich dabei abschneide. Dementsprechend kommt dann das mit Elan oder nicht. Das sieht gut aus. Also, lasst sie nicht durch. Sie dürfen nicht einen Schritt in diesen Turm hineinsetzen. Schulter an Schulter. Glaubt an euch. Glaubt an eure Nebenmänner. Und Frauen. Und den Schild voran stehe ich in der ersten Reihe. Alice, du stehst wieder in den dicken Mauern von Nysilia. Ja, genau. Und nicht meine Schwester, sondern so ein großer Torwaller steht neben mir. Irgendwas läuft hier falsch. Du siehst, wie der Dämonenmeister mit seinem geflügelten Streitross über euch hinwegzieht. Du siehst die Herrscharen, wie über euch hineinbrechen. Und du riechst es, vor allem riechst du. Es ist nicht nur dieser Moorgeruch, der dir seit ein paar Stunden in der Nase klebt, sondern vor allem dieses verwesende und verfaulte Fleisch, die Nägel, die in den Köpfen stecken und die Versuche von irgendwelchen anderen Leuten. Du kannst die Hiebe und die Stiche und die Schnitte erkennen an der ausgedörrten und ausgeblichenen Haut, das vertrocknete Blut und die schwarzen, offenen, klaffenden Boiler. Nächste Kampfrunde. Ich greife an. Und zwar mache ich 1, 2 für Edith, 1, 2 für Ture und 1, 2 für Ronga. Sind insgesamt 6 Angriffe und zwar mit Klauen auf die 8. 1, 2, 3, 4, 5. So, 16, 20, 20, 14, 10 und oh, das ist tatsächlich einer, der auf mich Ronga trifft. Für sagenhafte 2 Trefferpunkte. Du merkst, wie die Klauen an deinem Harnisch abbrechen, umklappen, Fingernägel, die drin stecken bleiben. Was hast du für eine Rüstung an? Ich habe nur ein Kettenhemd, ein Taschgeld-Kettenhemd, aber ich würde das schon gerne parieren wollen, selbst mit 2 Schaden. Ja. Ja, kann auch mal misslingen. Glorreich misslungen. Ja, wie gesagt, du bist total, du siehst sie zum ersten Mal vielleicht in deinem Leben. Du bist Bestienjäger, du hast schon vieles in deinem Leben bekämpft, aber Untote, die haben Gesichter, die sturren, die knurren dich an. Du siehst, wie Gedärme ihnen aus dem Bauch heraushängen. Nicht die nächste Kampfrunde. Halt an! Stopp, ich zieh vor. Flankenangriff. Lauf hin und hau dem Viech mit dem 5er Wuchtschlag in die Fresse. Ja, gar kein Problem. Erschwert um deine Angst vor Untoten. Dann bleib ich bei einem normalen Angriff. das Risiko möchte ich dann doch nicht eingehen. Gesagt, getan. Ja, das ist trotzdem geschafft. Ja, was hattest du für eine Angst vor Untoten? 5er. 5er? Und was hattest du für einen Wuchtschlag? Gar keinen. Habe ich dann doch bleiben lassen. Ja, ja, doch. Wuchtschlag ist Wuchtschlag. Aber es sollte trotzdem geschafft sein, aber es werden hier keine Ansagen mehr zurückgezogen, nachdem ich hier meine Ansagen gemacht habe. Dann kannst du einen 5er Wuchtschlag machen, die haben keinen Überlebenstrieb, sie werden sich nicht verteidigen. So. Nee, Quatsch. Wie würfelt man hier? Glorreich 1 plus 5 sind 10. 5 plus 5 sind 10 Schaden, minus 1 sind 9 auf den von Ronga. Dann kannst du ihm die Schulter spalten und der Arm, mit dem er eben nach ihm gekratzt hat, hängt so ein bisschen runter. Halt an. Komme ich da mit meiner Mistgabel noch an den vorbei, dass ich da einmal durchstecken kann? Oh, ich würde dir eine Erschwernis von 4 geben. Wir sind beide viel größer. Er sticht einfach zwischen uns unten durch. Ja. Außerdem Haldan bekommt aufgrund meines gemeinschaftlichen Angriffs. Weißt du was, mach einfach mal einen ganz normalen Angriff. Wenn er richtig misslingt, stößt du sonst Ture oder sowas in die Untoten rein, das wäre auch lustig. Ja, das wäre lustig, ja. Nein, ich habe auf die 10. Ja, mach mal Schaden mit deiner Sturmsense. Ja, es ist eine Mistgabel. Eine Mistgabel. Dann kannst du glorreiche 5 TP machen und stichst ihm direkt in beide Augen, was ihn nicht zu stören scheint. Plus 1 wegen gemeinschaftlicher Angriff. Ja. Das stärkt und ermutigt ja zumindest für eine Kampfrunde. Gut, Edith.
Ja, Edis schüttelt tatsächlich erst einmal sehr kräftig das Haupt. Knurrt irgendetwas von, die sind schon alle tot. Und ich wage zu behaupten, wir werfen dann noch einen Fulminictus. Ich meine, sind ja genug. Direkt vor uns, nicht wahr? Fulminictus Donnerkeil. Ein Schwesterchen tritt wie ein Pfeil. Nein. Alle mitnehmen. Ha! Ach, das ist ja glorios. Heute. Glorreiche. Wie viel macht er an? 2W6 plus ZFP Stern, ne? Ja, 2W6 plus 2. Mal schauen. Dann machst du 10 TP, ne? Ja. Ja. Gut, du sendest eine Welle aus Schmerzen aus, die in die Glieder des Untoten fährst. Du siehst, wie die Adern verkrampfen und er weiter mit seinen Klauen auf dich einhiebt. Du kannst so ein bisschen drunter durchtauchen. Er versucht noch nach dir zu beißen und zu schnappen. Du siehst wieder dieser Gestank. Es ist gegenwärtig. Über dir hörst du das Brüllen und das Lachen von Borberat Xamanot. Roald, du bist dran. Ja, der nächste Wurfspeer wird in die Hand genommen und geworfen. Ja, direkt in den Nahkampf. In den befreundeten Nahkampf. Kein Problem. Du wirst schon vorbei. Niemand Falsches treffen. Da sind ja auch einige andere dazwischen. Direkt vor dir kannst du die Klinge von Ronga sehen, die auf und nieder fährt. Du bewegst kurz, willst du ihn wirklich an ihm vorbeischmeißen? Du siehst, wie Ardo wohl noch daneben rumspringt. Du weißt nicht genau, wo der hergekommen ist. Was willst du tun? 3, 2. Ja, ich lasse die Wurfspeere fallen und steche mit meinem Stoßspeer zu. Ja, Stoßspeer, los. Es klingt und klackert. Und du versuchst, Ronga nicht zu treffen. Und du wolltest gerade zustechen und musst abbrechen. Du musst den Angriff abbrechen. Du siehst, wie Ronga Schwert runterfährt. Ronga, du bist dran. Tollpatsch zählt auch hier. Du bist ein Tollpatsch? Wann ist das ein Auslöser? Bei 19. Bei 19, ja, okay. Ist noch keine 19. Gewürfelt war eine 14. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ronga. Jo, ich greife an. Ja. Ist er getroffen, der vor mir? Ja, hat keine Parade, hat keinen Überlebenstrieb. Kannst du Schaden machen? Ja, top. 15. Dann sind das 15 Schaden. Dann beschreib die Szene. Ja, gerade merkend, dass an ihm vorbei fast ein Speerstoß gegen den Untoten vorhin gesetzt wurde, macht er einen Halbschritt zur Seite und holt einmal kräftig mit dem Schwert aus und trifft dem Untoten an linken Arm, sodass ein gutes Stück Fleischfetzen auch zu Boden fällt.